Die siebte 48-Stunden-Ausstellung im Sofaloch. Wenn ein Künstler eine Vernissage macht, gibt es oft Menschen, die sagen, ich konnte nicht kommen, einen Tag später wäre ich da gewesen. Wenn eine Ausstellung 4 Wochen lang läuft, erscheinen manchmal nur 3 Personen am Tag. Hier setzt die 48-Stunden-Ausstellung an. Jeder Besucher kann hier ganz konzentriert Kunst erleben und die Künstler sind auch alle da. Initiator Ralf Sommer und sein Team haben ein volles Programm zusammengestellt. Also die Zuschauer erwartet viel Musik, aber auch Lesungen, kritische Auseinandersetzungen. Deswegen haben wir auch mit einer Kurzlesung angefangen, weil Lesungen begleiten uns diese ganzen 48 Stunden. Poetry Slam, so eine Art Kurzgeschichten, die alle sich um dieses Thema drehen, kabarettistische Auseinandersetzung. Also es dreht sich um dieses Thema, ohne fade zu werden. Also die Vielschichtigkeit ist da. Teilweise dreht sich auch die Musik um dieses Thema. Also es gibt Musikgruppen, die haben sich ein bisschen spezialisiert und gesagt, wir wählen ein bisschen danach aus. Das Programm soll auf der einen Seite unterhalten, auf der anderen Seite aber auch anregen und auch zu kritischen Gedanken führen. Und deswegen, so haben wir es ausgesucht. Die Resonanz auf Künstlerseite ist jedenfalls groß. Die Werke von 65 Künstlerinnen und Künstlern aus Hannover und der Region wird zusammengehalten durch das Motto, von der Kunst die Arme auszubreiten. Angeregt wurde Sommer dazu durch eine Alltagsszene. Eine Mutter, die ihre Arme ausbreitete und ihr Kind in die Arme nahm. Eine schöne Geste und eben auch eine Kunst, so Sommer. Also aufregend ist diese Vielschichtigkeit. Also wir haben diese Auseinandersetzung mit abstrakten Künstlern, mit Bildhauern, mit Videofilmern, die also ganz verschieden an dieses Thema rangegangen sind. Also auch kontrovers, also auch nicht unbedingt alles nur schön, sondern auch eine gewisse Form von Ablehnung. Das ist aber legitim. Wir leben ja in einer offenen Gesellschaft und dann darf man das auch zeigen und man darf es auch erwähnen. Also nicht jeder ist Weltbürger. Es gibt auch Kleingeister, aber der hat auch seinen Platz. Und das finde ich besonders an dieser Ausstellung. Ansehen kann man sich die Ausstellung nun nicht mehr. Sie endete bereits am vergangenen Sonntagabend. Das liegt wohl in der Natur der Sache.